Ja, herzlich willkommen in der Tuax-Pressebox nach diesem heißen Fight zwischen den Löwen Frankfurt und den Bietigheim Steelers. Endergebnis 4:5 nach Verlängerung für die Gäste vor 4.584 Zuschauern. Spieler des Tages auf beiden Seiten nennen wir auch noch. Bei Frankfurt war das Tim Schül und bei den Gästen Freddy Cabana. Ja, herzlich willkommen natürlich dem Gästecoach Kevin Gaudet und auch Paul Gardner. Dann Kevin, das Statement zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Abend. Haben Sie recht, was für ein Spiel. Hier zu spielen ist nicht einfach. Hervorragend Zuschauer, sehr laut. Natürlich die Meister, die sind die bessere besetzte Mannschaft. Unglaublich Talent, du siehst die schöne Tor, das sie haben in Überzahl geschossen. Das ist wirklich ein Top-Mannschaft. Und wir haben gewusst, es wird schwer. Und von Anfang an, das war pur Kampf. Kampf pur. Was soll ich sagen? Das war hin und her. Sehr stolz, dass wir 3-1 hinten, einen Weg gefunden, zurückzukämpfen. Ich bin sehr enttäuscht mit der unparteiischen Leistung heute. Das ist so ein großes Spiel. Das muss besser sein. Ich will nicht zu viel sagen, weil ich habe schon bezahlt für Sachen, aber es ist in so einem großen Spiel, ja, es muss besser sein. Aber am Ende, natürlich, wenn du findest einen Weg zu gewinnen mit einem Punkt hier, man muss wirklich glücklich sein. Ich muss meiner Mannschaft Hut ab sagen, was für ein Kampf. Dankeschön. Ja, vielen Dank. So, Paul, your thoughts on the game, please. Congratulations, Kevin, to you and your team. 40 athletes worked extremely hard out there, but nobody will remember that. They'll remember two, and very disappointing. Ja, das war kurz und knapp. Glückwünsche an Kevin und ansonsten das Statement. 40 Athleten haben da draußen alles gegeben. An mindestens zwei werden sich alle 40 erinnern. Das lassen wir so stehen. Oder gibt es noch eine Nachfrage vom den Kollegen hier? Bitte, dafür sind wir hier. Die Frage des Kollegen ist, da ja beide Coaches offenbar nicht ganz zufrieden waren, kann man da in der Drittelpause noch machen? Wollen Sie dazu noch was sagen, Herr Gaudet? Lass Paul es mal. Paul, do you, Frank, ask, is there any chance for the coaches to talk to the referees in the intermissions? Any chance to... Oh, they know it all. You can't talk to them. Okay, also Sie wissen schon, was Sie tun. Du kannst nicht mit ihnen sprechen. Ja, dann... Ja. Oh, mit rein. Ist jetzt die Auf- und Abstiegsregelung auf Januar verschoben, wurde die Entscheidung vom Schiedsgericht. Ja, wir holen jetzt hier Volker Schoch dazu, Geschäftsführer der Bietigheim Steelers. Die Frage von Herrn Gantert ist, heute wurde bekannt gegeben, dass Auf- und Abstieg die Entscheidung nochmal vertagt wurde, Mitte Januar. Vielleicht ein Statement mal aus Clubführungssicht? Ja gut, solange sie noch reden, ist nichts entschieden. Das heißt, es wird immer noch die Chance groß sein, dass es positiv ausgeht. Wir von der DL2 sind nach wie vor überzeugt, dass die Sache auch im Sinne des Sports positiv ausgehen sollte. Dass es jetzt wieder verzögert worden ist, mag Gründe haben, wird vielleicht noch intensiver nachgeschaut, geprüft und recherchiert. Ich denke, alle Parteien, die hier beteiligt sind, haben alles abgeliefert, was man braucht, damit das Schiedsgericht, ich denke, auch im Sinne des Sports positiv entscheiden kann. Es wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen. Wir freuen uns aber auch im neuen Jahr über positive Nachrichten und glauben an das Gute und die Verantwortung, die alle hier nehmen müssen, wenn es um den deutschen Eishockey geht. Ja, ich glaube eigentlich, das können wir so stehen lassen, auch aus Frankfurter Sicht, denn obwohl wir heute harte Konkurrenten auf dem Eis waren, ich glaube, da sitzen wir im gleichen Boot. Vielen Dank nochmal, Volker Schoch, dass Sie da eingesprungen sind. Dann beenden wir die Runde hier an der Stelle. Ergebnisse habe ich nicht zu verkünden, das war das einzige Spiel, aber natürlich Weihnachtsgrüße an die Bietigheim Steelers. Gute Heimfahrt, soweit ist es ja nicht. Gibt natürlich vor Weihnachten noch ein Spiel am Freitag in Bad Nauheim. Viel Glück dafür dann natürlich auch. Und für die Löwen Frankfurt geht es am Freitag auch weiter gegen Dresden hier zu Hause. Das nächste Topspiel. Vielen Dank und schönen Abend noch. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.